Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations. Wir sind jetzt in Part 6 und wir machen jetzt hier weiter und gucken, ob wir schon mal. Ey, warte. Ob wir ein paar neue Rekruten kriegen. Aber erstmal zur Bank gehen. Heben erstmal Geld ab und dann haben wir's. Los geht's. Wenn wir nicht vorher noch eine Bank renovieren müssen. Ah ja, hier. Bücherführung, Geld abheben. Jawohl, das passt ja. Und Bücherführungsfassung. Ja. Hammer. Gut. Dann schauen wir mal auf der Karte nach. Ja, da haben wir hier einen. Dann. Aussichtspunkt. Ja. Ja, dann benutzen wir hier mal den Tunnel. Stehen wir irgendwie neben dran? Anscheinend gerade nicht. Nee. Dann nehmen wir hier hin. Und da. Ja, siehst du? So, ich jetzt wenigstens die Dinger hier wenigstens auch noch mit freigemacht. Das passt mir nicht. Oh ja, hier laufen gerade so viele herum. So, komm mal her. Mit dir. So. Aha, schnappt ihn. Tja. Und bekommst du ihn da drüben auch noch? Jawohl. Das hat eine Schuldigkeit getan. Und ich nehme mich gleich mal mit und tschüss. Das war's, Game Over. Ah, halt. Wenn ich dabei bin, plündere ich den Typ gleich mal. Plündern darf man nie vergessen bei sowas. So. Dann einmal hier runter. Shit. Das sollte. Pass auf, ja? Weiter geht's. Ja. Wollen wir mal loslegen hier. So. So. Und tschüss. Ich töte alle, die mir auf mich sind. Komm mal her. Nächster. Komm, komm. Der Schlacken daneben. So. Gib ich dir gleich aufpassen, was du sagst, ey. Ja. Ja, hier kannst du dann tun nicht gut heilen, du. Ihr müsst euren Rand einfach halten. Warum nervt die mich eigentlich auch ständig die ganze Zeit so? Oh Mann. Ich komme nicht wieder vor, Kindin. Ich habe Großzügigkeit. Moderne Barmherzigkeit hat viele Gesichter. Was? Das war dein letzter Tag auf Erden. Wache! Die Wache bringt euch auch nichts. So.
Dann klettern wir schnell hier hoch, hier rüber und weiter jetzt. Jawohl. Ich muss hier gleich wieder los. Genau. Den schnell dann hier rüber. Nee. Jetzt, jo, das sollst du nicht machen. Hier entlang. Hi. Halt. Dann nehmen wir gleich den hier. So, nö. Nö. Will ich alles nicht. Jo. Dorthin bitte. Damit haben wir auch jetzt das hier. Da wollen wir mal ein bisschen rennen hier, Heidi. Stimmt, hier ist die Ladezeit nicht so lang. Hier gibt es eine Ladezeit, aber die ist wenigstens nicht so lang. Das ist wenigstens die Sache, finde ich nämlich gut, dass es hier. Dass die Ladezeit hier wenigstens nicht so lang ist. Weg! Von allen Schweinen, das ja, Schweine ist halt hier schon selber. Schande über euch selber. Halt. Hier gibt es ja auch noch eine Truhe, nehmen wir mal gleich mal mit hier. So. Was haben wir hier Schönes hier? Gehen wir mal hier neu. Ah. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Genau. Nun, wie versprochen. Falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Oh ja. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng. Das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier. Ich zeig's euch. Bitte. Bitte drum. Zeig mal, was ihr drauf habt. Okay. So. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Warte mal, Bomben Explosion auf eingesetzte Splitter. Ja. So. Dort. Genial. So. Und bam. Was war das?
Du bist wohl jetzt gehorchen, Alter. Und tot. Es juckt mich wirklich, wieder Segel zu setzen. Es gefällt mir hier, aber ich vermisse die offene See. Ich glaube, ich werde einfach auf dem nächsten Handelsschiff anhalten, das hier vor Anker geht. Nummer weg. Okay. Ach so, ja. Ah ja, das ist natürlich eine andere Tastatur danach. Herstellen, jawohl. Bingo. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Danke. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Mhm. Einen fanden sie schon. Unter Top Capi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Oh, ja, super. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Mhm. Ja, so wie mit den Bomben da, das werden wir, ja. Muss mal gucken, ob wir sowas machen. Ah, 2-mal habe ich schon. Ja, noch 3-mal muss ich rufen. Okay. 2. Okay. Wollen wir mal rausgehen hier und wollen weitermachen. So. Oh Mann, jetzt ist auch noch zum Piri-Reis hingehen, ey, das nervt doch langsam. So. Bomben-Herausforderung freischalten. Ach komm, ich will nicht Bomben-Herausforderung was machen. Auf mit sowas. Auf sowas habe ich keine Lust. Oh Mann. So, wir haben dann Geld, so. Nicht schwer! Wachen! Wachen! So, lassen wir mal schon hier. Gehen jetzt weiter hier. Ja, nieder mit dir vielleicht. Vielleicht nieder mit dir. Olle. Tromstranzen hier. Alter. Alright. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ja, schön für dich, was sich das übersteigt. So, rein hier. Piri Reis. Ich glaube. So, wir beenden jetzt. Entschuldigung für diesen Schnitt. Aber wir beenden jetzt hier. Machen den nächsten Part weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir bitte in die Kommentare, das wäre nämlich sehr nett. Und wir machen jetzt weiter. Dann im nächsten Part, auf Wiedersehen, euer Naruto 1986. Das war Assassin's Creed Revelations Part 5. Quatsch, Part 6 meine ich. Und wir machen jetzt im nächsten Part weiter. So.